Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Ich bin hier in Steinfurt. Ich freue mich schon wieder. Wir machen jetzt ein bisschen Fahrzeugvorstellung. Ihr habt im letzten Video schon mal die Truppe kennengelernt. Die sind jetzt auch noch hier. Wir werden jetzt am Anfang mit ein schönes Fahrzeug. Ich werde es noch nicht verraten. Ich mache es ein bisschen spannender. Und ich mache es aber nicht alleine. Ich hole mir erstmal einen richtig coolen Typen dazu. Und zwar hier aus Steinfurt, den Christoph. Kurz an meine Seite. Christoph. Das bin ich. Wir haben uns im letzten Video schon gesehen. Nochmal schönen Dank für die Einladung. Gerne. Hat mir schon richtig Spaß. Ich fange jetzt erstmal mit einem zarten Fahrzeug an. Was gucken wir uns jetzt gleich an? Wir gucken uns Wechselladerfahrzeug an. Wasserschaum. Mit Abrollbehälter, mit Wasserschaumlauf. Merkt schon, ne? Es geht gleich in die Vollen. Also ein richtiger Kracher. Wie viel Wasser habt ihr da drauf? So circa 7000 Liter sind drauf. Ich habe mich wieder beruhigt, bin wieder da. 7000 Liter, ey. Naja, gut, okay. Aber ich habe auch ein bisschen Unterstützung mit dabei. Ich mache das auch nicht ganz alleine. Moritz, kennst du ihn schon? Ja. Den hole ich mal zur anderen Seite dazu. Moritz. Das bin ich. Cooler Typ. So, heute mal vor der Kamera. Sonst oft immer hinter der Kamera. Deshalb freue ich mich auch, dass du heute mit dabei bist. Und wir gucken uns mal das zarte Fahrzeug an. Oh, so, okay. Mann. Also, gucken wir uns mal an. Die Mannschaft ist noch hier und wir wollen noch ein bisschen abladen. Also, Wechselladersysteme. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Guck es euch einfach an. Es wird spannend. Los geht's. Also diese Linie hier ist, glaube ich, extra für Willi eingezeichnet. Das sind nämlich ungefähr 1,90, also Willi ist 1,87. Da sieht man mal, wie groß so ein Auto ist. Ne? Alter Schwede. Kannst du mich sehen? Ich kann dich sehr gut sehen. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ne? Feuerwehr Steinfurt. Hey, Gänsehaut. Schön. Also er ist gesperrt. Das heißt, die Sperre ist jetzt wofür? Das ist der Container, das war eine kleine Stabilität, da bin ich nach vorne und hinten. Das heißt, wo hast du das jetzt entriegelt? Vorne, im Führerhaus. Ach, Führerhaus. Okay, das wird also sozusagen hydraulisch gemacht. Okay. Ja, genau. Okay, also hier muss man nichts machen, aber manche machen ja irgendwas hier drunter, so Bretter oder sowas. Das macht Nein, das brauchen wir bei dieser Gelegenheit auch nicht. Und auf Rasen oder sowas alle werden wir sowieso nicht drauf kommen, weil dann werden wir Probleme haben, das Ding auch eventuell auch wieder aufzuladen, wenn wir da die Beladung mit Wasser und Schaum drauf haben. Natürlich. Genau, also auch wichtiges Thema, wenn man einen Abrollbehälter auch an der Einsatzstelle anfordert, man ist jetzt Einsatzleiter, da muss man natürlich auch Ordnung des Raums dran denken, dass der ja schon ganz schön Fläche braucht. Ne? Ja, man muss dahinter genau. Ja auch sagen, also daran denken, dass da frei ist und auch eine feste Fläche, kein Rasen. Ne? Ja, oder geht es auch auf, manchmal, ja, also wenn es richtig trocken ist, dann mache es noch gehen, aber letzten Endes wäre schon ein trockener Untergrund angebracht. Super, okay. Und wir machen jetzt gespannt, dann da mal Feuer frei. Wir müssen hinter weg. Und dann schauen wir mal. Also man hat eine ganz schöne Auslage hinten. Also würde man sagen, mindestens doppelte Fahrzeuglänge. Du hast jetzt ja nochmal geguckt, ne? Ja, genau. Also wovon hast du dich jetzt überzeugt? Also ich habe jetzt beim Abladen grundsätzlich war der Fahrer drin. Ja. Falls das Fahrzeug nochmal kippen sollte und der Fahrer dann daneben stehen würde, dann wäre er tot. Also so, jetzt war der Container unten. Nein, ich habe im Moment keinen zweiten Mann da, habe ihn aufgeschrieben und gucke, dass der Haken dann draußen ist, dass ich jetzt auch eventuell wegfahren könnte. Und der Container würde eisen, dass ich das will. Okay. Wichtiger Hinweis, was du gesagt hast, also sowas ist immer mit Gefahren verbunden. Also sowas könnte auch mal kippen. Ja. Das heißt, man hat in dem Trümmerschatten, wenn ich jetzt hier mal von dem Fahrzeug, nichts zu suchen. Ne? Also wichtig. Dann haben wir alle extra Platz gemacht. Zwar tolle Technik, aber
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Super. Okay, will ich. Achso. Er könnte jetzt, wenn er will, könnte er jetzt vorfahren sozusagen und den Abräubehälter alleine stehen lassen. Manche haben auch noch einen extra, noch einen Abräubehälter fahren, eine Wache holen, die nächsten. Und die können da hiermit schon mal arbeiten. Weil das ist das, was sie haben wollen. Nicht der LKW, sondern das, was hier drin ist. Und das gucken wir jetzt an. Wir gucken jetzt einfach mal rein, würde ich mir vorstellen, dass wir mal sehen, was ist so ein Abräubehälter drin, wenn wir den an der Einsatzstelle nutzen. Oh, hier geht's schon los. Ich bin ganz gespannt. Hier oben ist ein Werfer drauf. Ach, hier ein Wasserwerfer ist da oben drauf. Also oben ist noch ein Wasserwerfer drauf. What? Das ist ja die Mutter aller Wasserwerfer. Bitte jetzt nicht anmachen, ja? Klasse. Also es gibt natürlich zwei Arten, jetzt einen Brand zu bekämpfen. Entweder man geht als AGT ins Gebäude rein oder man nimmt so eine Kanone und macht das ganze Gebäude von außen lassen. Nee, wie gesagt, aber ernsthaft, so ein Wasserwerfer, hohe Reichweite, viel Wassermenge. Wenn irgendwelche Brände zu heiß sind, wo man nicht nah ran kann, dann lieber auf einer sicheren Distanz ordentlich reinfeuern. Cooles Teil, echt. Aber was mir gerade auffällt, so die Wasserrohrleitung, das ist ja irgendwie, ist das noch nicht mal 80 Euro, 70 oder sowas? Von der Wassermenge, die da jetzt durchgeht, bin ich mal gespannt. Wie viele Liter gehen da durch? 2000 Liter oder wie viel habt ihr? Das steht hier 1600. Das ist aber ganz interessant. Also das habe ich jetzt in dieser Rohrdurchmesser auch so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich, physikalische Gesetze gelten auch hier. Und hier haben wir 1600 Liter bei 16 Bar. Ne? Also Maximaldruck 16 Bar und normaler Arbeitsdruck ist 8 Bar. Ne? Ja, schon ganz schön, aber 1600 Liter, das schafft schon mal nicht jede Pumpe. Also eine PFPN 10-1000 wird jetzt hier nicht drauf sein. Das wird ein bisschen größer. Ah, ich sehe schon. Man sieht auch hier, wie schön hier zusammengearbeitet wird. Das ist jetzt auch nicht abgesprochen. Herrlich, wie die Truppweise hier alle unterwegs sind. Das ist ja im Fleisch und Blut, sieht man sofort. Professionelles Arbeiten finde ich gut. Hier auch zwei. Wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hier haben wir unsere TS, eingeschobene TS. Welche? Hier haben wir diese UP4 von Ziegler, die Pumpe. Das ist jetzt hier eine 10-1500, ne? Das heißt, die macht 1500 Liter bei 10 Bar. Genau, wir brauchen etwas mehr Fördermenge, ist also keine 10-1000, sondern eine 10-1500, weil die hat mehr Wasser braucht für den Wasserwerfer. Okay. Ja, aber schon alles schön verbaut. Dann habt ihr jetzt eine Wasserzuleitung gelegt, genau. Zum Oberflödranten. Wir können auch extern nehmen, wir können dort auch direkt B-Schläuche dran klemmen. Das heißt, wir haben ein Übergangsstück A-Schläuche, ja. Druckschlauch zum Fremdeinspeisung können wir gehen. Wir können darüber dann auch den Tank speichern mit 8000 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel. Warum denn nicht? Ja, genau. Aber hier sieht man noch ganz schön diesen Pumpeneingang jetzt von dieser Pumpe, was ich jetzt hier sehe. Man hat jetzt hier zwei, ich nenne es mal Absperrventile. Das heißt, entweder mache ich den Tankbetrieb, dann kommt es von da sozusagen rein in die Pumpe oder externe. Macht extern, ne? Wir sind Rohrflöte dran oder für mich auch ein offenes Gewässer, kann man theoretisch ja auch. Dann müssen wir hier was zumachen und hier den Saugbetrieb über Saugleitung kann man, könnte man theoretisch auch. Ja, interessant. Und gleich vorbildlich, da muss ich auch kurz ein Lob loswerden, ne? Abgasschlauch, den sehe ich ja viel zu selten dran. Super. Ja, das sind so die kleinen Details. Und Mensch, was haben wir denn da jetzt alles? Da musst du mal kurz mal sagen, was hier was ist. Ja, hier haben wir die verschiedenen Abgänge, die Hebel zum Tankfüllen auf Ende des Betriebes. Das heißt, also das wäre jetzt der Betrieb, ich mache jetzt auch hier erstmal hier die Seite auf und nee, hier so rum auf. Und ja, das geht Seite, alles hier über die Leitung. Das heißt, alles, was an Wasser jetzt hier reinkommt, ja? Überfremd, das geht über die Pumpe und wird dann hier dementsprechend über die Schläuche verteilt. Aha, okay, so rum läuft das. Das ist sozusagen am Pumpenausgang? Ja, genau. Okay, also das heißt, ihr produziert Druck. Das geht entweder zum Wasserwerfer oder in diese Mischbatterie hier rein. Genau. Okay, und dann? Dann haben wir einen Schnellangriff, den können wir auf der gegenüberliegenden Seite, sowohl Schaum wie auch Wasser mit benutzen. Okay. Das ist der Hebel oben für den Wasserwerfer. Okay. Ja, Beleuchtungseinrichtung hier. Das ist noch ein Anschluss für die Fluxpumpe. Das heißt, wir können auch extern Schaum betanken über die Zuleitung, die wir da haben. Hier, genau. Hier? Ja, ihr kennt dann. Ja, genau. Sag mal. Ja, Wasserstandsanzeige haben wir hier. Und Tankinhaltsschaum.
Wie viel Tankinhaltsraum habt ihr jetzt? 500 Liter. 500, ne? Das ist schon ganz ordentlich. Da kommen wir eine Zeit lang mit hin. Also ein so ein Kanister hatte normalerweise 20 Liter, da weiß man ungefähr 500 Liter ist schon ein bisschen was. Ja. Hier können wir dann wieder auch abgeben zur gegenüberliegenden Seite. Wie gesagt, da sind auch noch Abgänge, ja, die mit aufgehen können. Hier haben wir die Zumischrate, die wir einstellen können im Laufe des Betriebes. Zumischrate, also wie so eigentlich wie ein Zumischer auch zu Hause kennt, die kleinen, kann man hier ganz normal die Mischungsverhältnis zwischen, also die VZ einstellen. Das heißt zwischen Wasser und Schaummittel. Ne? Letztendlich hier nur die so ein großes Rad. Ja, hier können wir den über Schaum, über Druckabgang auch nochmal machen. Okay. Und Schaum über Werfer. Das wird alles darüber. Sowas suche ich immer noch ein bisschen. Ihr habt so eine Mini-Bedienungsanleitung, ne? Ist ja, auch nicht schlecht, auch wenn es mal längere Einsätze gibt und jemand anders vielleicht übernimmt, ja, und du nicht da bist, also dann kann man auch noch mal nachgucken. Ne? Ja, das ist aber auch für jeden anderen. Wir haben ja mehrere Maschinisten hier auch drauf, weil wir auch nicht permanent im Einsatz sind und mit Übung, wenn es der Übungsabend einfach nicht hergibt, dass wir es machen, dass man sich das immer noch mal eben zur Gedächtnisstütze dort hat. Ne? Da muss man sich auch nicht fremdschämen, das ist einfach für die Sicherheit. Genau, geht immer was anderes. Also dieser verkehrte Stolz, ne? Bitte legt den ab. Macht mal so eine Bedienung, sondern macht mal ein Foto von irgendwas, markiert euch irgendwelche Grundstellungen, einfach an andere Dinge. Einmal rumgehen? Okay, dann gehen wir erstmal rum. Ja, hier ist immer Feuerwehrbetrieb oder Rettungsdienstbetrieb. Das ist natürlich das, was jeden interessiert. Das sind meist die Kleinigkeiten, die wir jetzt suchen. Das sind manchmal kleine Behälter, irgendwelche tollen Sachen, die selber gebaut wurden, irgendwas sich ausgedacht wurde. Genau das ist das Interessante. Natürlich auch, was auf so einem Fahrzeug drauf ist, wenn er im Einsatz kommt. Für jeden Feuerwehrmann total wichtig. Aber das Spannende sind diese kleinen Details und die suchen wir jetzt gleich. Aber ich dachte, es geht darum, gerade die Leute zu Feuerwehrleuten zu machen, die keine Feuerwehrleute sind und trotzdem wird so viel über Technik geredet. Ja, genau. Also es gehört natürlich irgendwie dazu, aber ich zeige auch, dass die Technik nicht so schwer ist, wie man denkt. Also ich mache den Einstieg einfach, was sich kompliziert anhört, irgendwie eine PFBN 10-1000, dass letztendlich nur eine Pumpe ist. Ne? Und das, wie die funktionieren, alle sagen, ist ja einfach. Das ist mein Ziel. Also eigene Technikbegeisterung hat damit gar nichts zu tun. Okay, erwischt. Ich freue mich natürlich auch, wenn so ein LKW mir vorbeifährt. Wer darauf achtet, weiß, dann stehen mir die Nackenhaare vor Freude hoch. Ich muss sagen, das ist schon ganz schön.